Samira, Thomas, Rakel und Christina, Essen ist fertig. Und ich? Ja. Ja. Oh, das riecht schon. Ich auch, aber ich krieg ja nichts. Ihr seid ja die Einzigen, die hier was zu futtern bekommt. Wir fangen an mit der Vorspeise? Ja. Okay. Der erste Gang des Tages für die Spice Society. Es treten gegeneinander an Maides Zucchini-Suppe mit Scampi und einer kleinen Ladung Dill gegen Jessicas Ziegenkäse im Zucchini-Mantel auf Salat. Als erstes verkostet die Kandidatenjury das Menü-Opening der dreifachen Tagessiegerin Jessica. Und wie lautet das Gerichtsurteil? Also die Vinaigrette hat jetzt genau die Geschichte mit Süße und Säure, das passt super. Und der Ziegenkäse, muss man ganz ehrlich sagen, ist super gut gewürzt. Ich bin jetzt nicht so der absolute Ziegenkäse-Fan, aber so viel erkenne ich dann auch, es harmoniert, also das passt zusammen. Und nun die Zucchini-Suppe mit Scampi von Herausforderin Maide. Passt auch dort alles zusammen? Wie ist denn das harmonische Empfinden? Der Scampi hier auch hervorragend auf den Punkt gebraten. Die Suppe ein bisschen, hätte noch ein bisschen Salz vertragen können, sogar für meinen Geschmack. Aber ich weiß, um Gottes Willen. Bei der Suppe muss ich sagen, ein bisschen viel Sahne. Ach, Fett ist ein Geschmacksträger. Zu viel Sahne gibt es nicht. Also das mit dem Salz stimmt, ja. Aber auch der Salat findet nicht nur Beifall. Der Salat war einfach, fand ich, zu sehr in dieser Vinaigrette. Also das war nass, das war schon so matschig. Genug genörgelt. Vielleicht überzeugt der Hauptgang ihre Geschmäcker mehr. Maide serviert Hähnchen auf Auberginengemüse. Jessica präsentiert ein Ratatouille mit gestapelten Kartoffelscheiben samt Kräuterschmand. Siegt der Geschmack? Überwiegt die architektonische Leistung? Das Gourmet-Gremium startet dieses Mal mit Maides Mal. Die Aubergine ist super abgeschmeckt mit der Paprika. Und erst, wenn man das Gemüse isst und dann das Fleisch probiert, dann die Überraschung mit dem Zimt. Das ist richtig toll. Auch das Huhn ist auf dem Punkt. Nicht zu rosig, nicht zu durch. Bei dir nicht so? Ja, bei mir ist es hart an der Grenze, geht schon. Und jetzt wird die Hauptspeise von Jessica aufgegabelt. Das ist richtig geil. Und die Chips sind auch noch also richtig kross und mit der Creme dann außenrum. Also das sind wirklich die Kontraste, cremig und kross. Und also irgendwie ist das ein bisschen lasch, finde ich. Ach, so ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz hätte er schon noch. Ja. Was? Doch, ausnahmsweise mir auch. Das ist, glaube ich, ein Glück. Meins wurde gewürzt. Bei der Hauptspeise da hat mir das Salz in Jessicas Gericht, in dem Kartoffelburger, gefehlt. Es folgt das Dessert. Maide hat ihren frittierten Schokoriegel nicht mehr integriert und serviert Mascarpone-Creme mit Müsli und Cookies. Karamellnuss-Müsli mit rote Beete, Beeren und Vanillejoghurt dürfen die Juroren bei Jessica naschen. Und wer hat das Tagesthema besser erfüllt? Ja, gemüslich, da hatten sie ja. Haben Sie auch wieder getroffen? Wieso? Wegen der Rote Beete, oder? Ja, Rote Beete, wegen Gemüse. Rote Beete ist süß, aber ich habe es noch nie in einem Nachtisch gegessen. Es ist Premiere, ich bin total gespannt. Geil. Diese Rote Beete mit der Himbeere zusammen, ich mag ja so verrückte Sachen. Schau dir mal die Würfelchen von den Roten Beeten an, wie schön und wie liebevoll die geschnitzt sind. Man möchte sie fast einrahmen und aufhängen. Aber was ist denn jetzt mit Maides Süßspeise? Also bei diesem Nachtisch, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das ganz auslöffel, dann brauche ich hinterher mindestens eine Flasche Wasser, weil das sehr trocken ist. Ja, aber ich stehe auf Cookies und ich stehe auf dieses Crunchige. Also hier habe ich halt wirklich Müsli, Haferflocken und diese Cookies. Was ich halt bei Jessica geschmacklich nicht toll fand, war dieser süße Vanillejoghurt. Also ihr müsst auf jeden Fall zum Ergebnis kommen jetzt. Ihr müsst euch für einen Namen entscheiden, den ihr auf die Tafel schreibt. Damit wird die ganze Runde zum Tafeldienst verdonnert. Wer holt sich heute den Sieg und steht morgen im Finale? Samira macht den Anfang. Es war einfach ein super Zusammenspiel. Man hat die Zucchini rausgeschmeckt, man hat die Paprika genau rausgeschmeckt. Es war trotzdem noch schön frisch. Und deswegen habe ich mich für Maide entschieden. 1:0 für die Newcomerin. Jessicas Nachspeise, die war rund und ja, die war einfach klasse. Und drum ist es Jessica. Damit ist das Topfduell wieder offen. Für mich war es bei der Vorspeise Gleichstand, die Hauptspeise, es ist Gleichstand. Das war einfach beides super. Ich habe mich dann entschieden für diejenige, welche die wohl am meisten geschnipselt hat. Und in dem Fall glaube ich, dass es die Jessica war. Die letzte Stimme entscheidet.
Und die gehört, Hollywood-Autoren hätten es nicht besser planen können, der zweiten Finalistin Raquel. Bei dem Paprikagemüse von Maide, das Fleisch war sehr hervorragend. Letztendlich war die Entscheidung dann bei der Nachspeise. Und da fand ich dann halt die bessere Kombination mit der roten Beete Jessica. Das gab es noch nie. Mit unfassbaren 4 Tagessiegen zieht die unglaubliche Jessica ins Finale der Küchenkönigin. Ich hatte heute auf jeden Fall schon so ein bisschen Angst, dass so Sympathie mehr zählt als irgendwie die Kochleistung.